Oh, shit. Oh, shit, mit Carsten. Junge, Latze war hochgeladen. Hey, geiler Typ. Mach mal weiter. Insolvenz 2.0. Chat, komm, wir gucken uns an. Das neue Latze-Video. Sehr strong. Sehr, sehr big. Sehr, sehr big. Let's go. Wie geht es nochmal, Alter? Guten Morgen. Guten Mittag, oder auch. Über 3 Monate kein Video hochgeladen. Lieben wir. Was drehe ich heute eigentlich? Bro, ich sag euch auch eins, wegen dem lieben wir Einschnitt. Bro, 2 Personen werden dieses Weihnachten so Weihnachten feiern wie noch nie zuvor. Es ist einmal Schocki, Knossi sein Cutter. Der wird durch 7 vs. Wild, Knossi-Kanal, Chat, der wird so stonks gehen, der weiß gar nicht wohin mit dem Geld dafür, dass er cuttet. Und Shirin David. Shirin David, McDonalds-Kooperation, ein Tag später Need for Speed, okay, alles klar. So, da machst du wirklich gar nichts mehr. So, dann weißt du auch, wenn im November so viel verdient wird, das reicht für die nächsten 5 Jahre, dann passt es auch. Das ist wirklich ein Major-Bag-Alert. Was drehe ich heute eigentlich? Warte mal ganz kurz, Alexa ist gerade nicht da. Oh, was? Ihr habt es vielleicht mitbekommen, mir ging es mental in den letzten Monaten leider nicht so gut. Mich freut's, dass einige Leute von euch, beziehungsweise viele Leute von euch, extrem Zuspruch gegeben haben, was mir auf jeden Fall Kraft gegeben hat. Mir geht's mittlerweile wirklich viel besser. Ich würde nicht sagen perfekt, aber mir geht's auf jeden Fall viel besser. Und dementsprechend war ich extrem motiviert, einfach wieder die Sache neu anzugehen. Naja, die Kombination Geld und ich war schon immer eine geile Sache. Meinen ersten Businesspartner damals habe ich kennengelernt. Warum sollte ich jetzt jemandem wie dir mein Geld geben, damit wir sozusagen zusammenarbeiten? Ich meine, wir kennen uns kaum. Bin ich völlig bei dir. Habe ich nichts einzuwenden. Da muss ich nur wirklich sagen, mit mir zusammenarbeiten, ich glaube, wir haben eine Synergie mit investiert. Und direkt nachdem ich meinen ersten Businesspartner kennengelernt habe, habe ich meinen zweiten Businesspartner kennengelernt. Weißt du, ich habe in der Vergangenheit nicht so gute Erfahrungen gemacht, deswegen, ich bin mir nicht sicher, warum wir jetzt zusammenarbeiten sollten. Sehe ich wie jemand aus, der dich jemals abziehen würde? Investiert. Bis ich dann im Endeffekt gemerkt habe, Businesspartner immer schwierig. Bro. Ich muss, glaube ich, mein Geld investieren. Hab schon öfter überlegt, auf welcher Krypto-Wechselbörse ich mein Geld investieren soll. Oh, nein. Ich wurde schon oft abgezogen, oft Geld verloren. Deswegen, ich habe eigentlich gar kein Vertrauen mehr in irgendwas. Excuse me, sir. We from FTX don't talk German. We don't know what you say. But we will investiert. Take your money. Investiert. Bro, ey, wirklich. Manche Leute haben einfach wirklich Scheiße am Schuh und es tut mir so leid und so weh, weil Thema Geld, jeder wünscht ja sich, dass wenn jemand was lange macht, dass er sich einfach was aufbauen kann. Und ich schwör's euch, Latzo hat, er macht YouTube seit 10 Jahren, die ganze Zeit irgendeine Scheiße passiert bei ihm, ehrlich. Es ist wirklich so, es tut so weh, Mann. Die ganze Zeit passiert irgendeine Scheiße. Er hatte wirklich in FTX investiert, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob in den Token von denen, aber auf der Plattform halt, ne? Ja, ich sag mal so. Es gibt ja zum Glück andere Leute auf dieser Welt, die sich darum kümmern, das Geld zu verdienen und das Geld auch zu behalten. Ich bin Millionär. Okay, who the fuck is klingeln? Okay, alles klar. Alles gut, Leute, war nur der Insolvenzverwalter. Viele Goofies von euch da draußen sind nicht ganz auf der Wellenlänge. Es sind meistens Reaktionäre. Viele Goofies? Was sagt der? Viele Goofies von euch. Er sagt einfach wirklich Goofies in dem Video. Ey, Mann. Sind nicht ganz auf der Wellenlänge. Es sind meistens Reaktionäre von euch, die meinen, hier irgendwie was besser wissen zu können. Ist, glaube ich, normal, wenn man aber der Main-Character ist. Leute, ich glaube, viele von euch wissen gar nicht, wie unglaublich schwierig es sein muss, der Main-Character in so einem Game zu sein, ja? Es gibt halt viele Goofies. Aber Leute, ihr versteht eine Sache nicht. Am Ende des Tages bin ich insolvent und ApoRed Millionär, Digga. Und jetzt ratet mal, auf wen ApoRed in der ganzen Zeit, wo er Millionär geworden ist, gehört hat. Welche Vorteile bringt es mit sich? Ey, dafür wird Latzo auch so fett abgemahnt. Dafür hat er schon das 5-seitige Schreiben vom Anwalt im Postfach oder es ist morgen im Briefkasten. Also dafür wird er so hart. Millionär zu sein. Korrekt, Digga. Ich würde aber. Warte, was sagt Carles? Welche Vorteile bringt es mit sich, Millionär zu sein? Boah, da würde ich schon abschalten. Also, wer schaut sich denn sowas Schmieriges an? Wer denkt sich, boah, ich will eines Tages Millionär sein und schau mir jetzt ein Video an, was für Vorteile es mir bringen würde. Was bringt mir das für Vorteile? Wie dumm. Also das ist wirklich dumm. Ehrlich. Ich würde aber sagen, wir kommen zu den wirklich interessanten Themen, die uns alle beschäftigen. Und zwar ist es der Austausch von Geschlechtsteilen. Was? Bitte. Ich war in meiner YouTube-Library mal wieder unterwegs und dachte mir, es wird Zeit, sich mal ein paar ältere Videos reinzuziehen. Dann bin ich ja auf einen Kanal gestoßen, wo ich die Videos wirklich sehr gerne angucke, und zwar... Ich drehe auch mit MILFs und hauptsächlich Anal-Sex-Videos.
Was? Ja, guck mich gerade noch so ein paar Filme ein. Ja! Ja! Tomatolix! Ja, ich schaue mir gerade noch entspannt hier am Abend noch ein Filmchen von den beiden an, damit ich mich auf morgen nochmal vorbereiten kann. Und ich bin wirklich sehr aufgeregt, da morgen auch bei dem Filmchen mal mitspielen zu dürfen. Ey, Tomatolix ist anders, Bro. Tomatolix ist einfach anders. An, weil ich will ja gut vorbereitet sein auf morgen. Korrekt, Digga. Das Video heißt... Was? Ich habe einfach nur Spaß gemacht. Sorry, dass ich gerade die ganze Zeit zurückspule, aber... Weil ich will ja gut vorbereitet sein auf morgen. Das Video heißt, ich drehe einen Pirno. Ja, ich mache nicht so gerne anal, also ab und zu privat schon, aber vor der Kamera irgendwie. Und deswegen macht er extra so anal mit anderen Frauen. Das freut mich auch, weil ich das nicht machen muss. Bro, also, echt. Und was soll ich fotografieren? Von hinten so, oder? Ich war voll im Modus und wollte das... Was? Was? Bro, what? Ich schwöre, Tomatolix ist crazy. Der Typ ist einfach anders. Der Typ ist einfach anders. Ich pack das nicht, Chat. Ich war voll im Modus und wollte das bestmögliche Ergebnis. Bei einem solchen Videodreh ist Präzision und äußerste Professionalität gefragt. Aber unser Kameramann... Was passiert? Bro, was passiert hier? Hallo? Tomatolix zeigt sich natürlich mal wieder souverän. Digga, was hab ich hier gerade gesehen? Er ist einfach Kameramann. Er ist Kameramann. Ich fühle das so sehr. Ey, auch wirklich, neben Tomatolix könnte sowas nicht... können nicht viele machen. In seinen Augen siehst du, ihn juckt es gerade gar nicht, was da in Wirklichkeit passiert, sondern ihn juckt es, ob er seinen Job gut macht oder nicht. Das ist alles, was den interessiert. Und das siehst du in seinen Augen. Das siehst du ihm an. Es gibt so viele, die hätten so gegeiert oder hätten gefragt, ja, können wir auch zu viert das Filmchen drehen, aber... Moin Moin Leute, heute zum neuen FLOG, heute mal ein bisschen anderes Video. Manchmal ist das Licht richtig gut, ja. Wenn es so seitlich ist. Heo, kurz abrecken noch, manchmal ist das Licht richtig gut. Es war ja wirklich ein völlig normaler Videodreh für mich. Also in manchen Szenen wurde wirklich der Penis mit einer 80er Belichtungszeit wesentlich besser abgelichtet, als jetzt mit dieser klassischen 100. Ich war voll im Modus und wollte das bestmögliche Ergebnis. Korrekt, Digga. Tomatolix, Digga, mein tiefsten Respekt. Vielleicht mal kurz, ich bin sie einbringe. Ja, klar. Ah, nee, wie leise und vorsichtig er das sagt. Ja, na klar. Junge, Junge, ey, wirklich, Tomatolix, mein tiefsten Respekt, dass du den Dreh durchgezogen hast. Der Typ macht ja, wirklich geile Videos, auch immer ausgefallene Idee. Aber Bro, ich sag dir ganz ehrlich, den Dreh hätte ich nicht seriös durchziehen können. Na, natürlich, oha, auf gar keinen Fall. Allein guck dir mal das Bild bei dir im Hintergrund an. Auf gar keinen Fall. Niemals! Zu guter Letzt einfach auch ein bisschen musikalischen Input an der Stelle. Jungs, habt ihr schon gehört? Shirin hat ein neues Lied gedroppt mit McDonald's Collab. Lass direkt reinziehen, oder? Ernsthaft jetzt? Lass reinhören, ja klar. Bruder, Walla Villa, bis Shepard Anders, Alter! What? Heftig, oder? Ja, Bro, ich hab keine Kopfhörer. Jeder dachte safe, ich mach Loka. Oh, der dachte safe, jeder! Bring ein paar T-Shirts, Mac-Kiss. Bro, wie ist ihre Nase? Hat sie einen Filter drauf? Sie hat doch einen Filter drauf von Snapchat, oder? Wie dünn ist ihre Nase geworden? Bro, sie hat so einen Snapchat-Filter oder Insta-Filter drauf. Dagegen ist meine Nase eine Autobahn, ein Tunnel, ein Windkanal. Sie hat, ich weiß, das ist ein Gehweg. Mac-Kischerie-Merch. Gibt's die auch online? Do your research! Do your research, Digga, ja, Mann! Hast du nicht ein zweites Paar Kopfhörer hier? Oder Fruchttasche! Walla, beste bei Mac ist, Digga. Jungs, seid ehrlich, mieses Brett gewesen, oder? Nee, du hast recht, ja, Mann, war krankes. Lieben wir, Bruder, beste Leben, Alter. Ich schwöre, Jungs, der geht auf einen. Wenn euch dieses Video nicht gefallen hat, dann lasst jetzt bitte einen Daumen nach oben da. Wenn dieses Video 100.000 Likes bekommt, dann werde ich nächste Woche kein Video drehen. Aber es wird sowieso nicht erreichen, deswegen kommt nächste Woche das nächste Video. Und jetzt verpisst euch! Geil. Alter, ey, der Part mit Tomatolix hat mich gekillt, Bro. Grüße gehen raus an Lazo, ehrlich. Der Part mit Tomatolix war eine Gänsehaut. Also ganz, ganz krass.